Himmlischer Vater, großer Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier in der Gemeinschaft haben dürfen, dass wir ganz gemäß deiner Verheißung dich jetzt mitten unter uns haben. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns hier noch frei versammeln dürfen. Wir danken dir dafür, dass es in diesem Land keine Verfolgung gibt, wie in ganz vielen östlichen Ländern, Herr. Herr, wir wissen, dass viele Sachen passieren müssen, bevor dein Kommen kommt, Herr, dass die Winde fortgerissen werden müssen, Herr. Aber gib uns hier in Aachen einen Glauben, der so stark ist, dass wir jedem Sturm trotzen können, weil du in uns bist, Herr Jesus Christus, weil wir ein Licht in der Dunkelheit sein dürfen. Deshalb bitte ich dich jetzt für den Segen, ich bitte dich für unseren Bruder, Herr, erfülle ihn ganz mit deinem Geiste und hilf noch viele Menschen in diese Räume zu kriegen, dass selbst wenn wir eine Andacht am Nachmittag haben, doch eine brechend volle Gemeinde haben dürfen, Herr. Und dafür danken wir dir in deinem heiligen Namen und bitten ganz nach deinem Willen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Also Silan hat gesagt gerade oder gebetet, dass die ganze Gemeinde hier nachmittags kommt. Das sollte vielleicht ein Anliegen sein, dass wir mehr sind als 10 Leute. Waldemar hat gerade gesagt, ich soll nicht so viel frei übersetzen. Also wenn ich zu viel frei übersetze, dann müsst ihr helfen. Ja, lauter als laut geht nicht. Ich mach laut. Wenn es leise ist, muss man mehr nach vorne. Okay, thank you for your coming. Okay, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. And those who watch the YouTube. Und die das auf YouTube anschauen. We thank you for your time. And danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Yeah, because we want to learn from the Bible. Weil wir aus der Bibel jetzt lernen möchten. Those of you who have come for the first time. Die heute zum ersten Mal da sind. We want to remind you this. Wir wollen euch an Folgendes erinnern. That is the third day of my standing here. Das ist der dritte Tag dieser Studie. And we have been studying about faith. Und wir haben über Glauben studiert. What is faith? Was ist Glauben? How is faith important in our life? Weswegen oder wie wichtig ist Glauben in unserem Leben? Is God still working with us today? Arbeitet Gott heutzutage noch mit uns? Can we trust God in everything we do? Können wir Gott in allem, was wir tun, vertrauen? Can we involve God in all activities of our life? Können wir Gott in alle Aktivitäten in unserem Leben einbeziehen? Or faith is just for himmlisch, himmlisch. Oder ist der Himmel nur für himmlische Dinge? Yeah. Der Glauben nur für himmlische Dinge? Yeah, some people say faith, okay, in Jesus we go to heaven. Manche Leute sagen, im Glauben an Jesus gehen wir in den Himmel. But the question in this whole presentation is, aber die Frage in diesem Seminar ist folgende: that do you have God in your life as a practical God? Hast du Gott in deinem Leben als einen praktischen Gott? Do you follow all what God speaks to your life? Befolgst du alles, was Gott dir in deinem Leben sagt? Do you trust everything that is written here? Vertraust du allem, was hier in der Bibel geschrieben steht? That is faith. Das ist Glauben. Because faith comes by hearing. Weil der Glauben kommt aus dem Hören. And hearing comes by the word of God. Und das Hören durch das Wort Gottes. And this is the voice of God. Und das ist die Stimme Gottes. Living voice. Die lebende Stimme. It will never cease speaking. Es wird niemals aufhören zu sprechen. Until when we see our Savior coming again. Bis wir unseren Erlöser eines Tages wiederkommen sehen. So we read the book of Romans. Also haben wir das Buch Römer studiert. Chapter 10. Kapitel 10. And verse 17. Verse 17. It says, es sagt Folgendes. Faith comes by hearing. Der Glauben kommt im Hören. And hearing comes by the word of Christ. Und das Hören durch das Leben Jesu. And somewhere it says, how can they hear without a preacher? Und wie können wir das hören ohne Prediger? And I came as a preacher here. Ich bin ein Prediger. So I've come here to let you
hear what God speaks for you. Also bin ich gekommen, um euch zu sagen, was Gott euch sagen möchte. So that you may trust God. So dass ihr Gott vertrauen könnt. You may have faith. Damit ihr Glauben haben könnt. So today, also heute, I want my translator to read for you. Möchte ich Folgendes lesen. A passage in Ellen G. White's writing. Ein Abschnitt aus Ellen White's Schreiben. Schriften about faith. Über Glauben. Where is this so, one? Ah, there. Yeah, yeah. So he will read in Deutsch. Ich werde auf Deutsch lesen. Yeah, because we went through it in English the other time. Wir haben das letztens schon auf Englisch durchgenommen. So because all of you understand Deutsch. Alle von euch verstehen Deutsch. So he will just read in Deutsch. Also das Leben Jesu, Kapitel 36, die Berührung des Glaubens, auf der dritten Seite. Gelegentlich ein religiöses Gespräch zu führen oder ohne inneres Verlangen und ohne lebendigen Glauben zu beten, nützt nichts. Ein bloßes Lippenbekenntnis zu Christus, das ihn lediglich als den Erlöser der Welt anerkennt, kann niemals die Seele heilen. Der Glaube an die Erlösung ist eben nicht nur eine verstandesgemäße Zustimmung der Wahrheit. Wer volle Erkenntnis erwartet, bevor er glauben will, kann nicht von Gott gesegnet werden. Es genügt nicht, das zu glauben, was wir über Jesus hören. Wir müssen an ihn glauben. Der einzige Glaube, der uns helfen kann, ist der, Jesus als persönlichen Heiland anzunehmen und sich sein Verdienst aneignen. Vielen bedeutet der Glaube nur eine Meinung, aber der rettende Glaube ist ein Bündnis mit Gott, das jene eingehen, die den Herrn annehmen. Echter Glaube ist Leben. Ein lebendiger Glaube bedeutet stetige Zunahme an Kraft, ein zuversichtliches Vertrauen, wodurch die Menschenseele zu einer alles überwindenden Macht wird. Nachdem die Frau geheilt war, wollte Jesus gerne, dass sie den Segen würdigte, den sie erhalten hatte. Die Gaben, die das Evangelium anbietet, sollen nicht wie ein Raub gesichert und heimlich genossen werden. Der Herr fordert uns darum auf, seine Güte zu bekennen. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Amen. So that's one of the things we are reading in our topics in the past. Das haben wir in den letzten Malen gelesen. Okay, so we continue now about faith. So jetzt möchten wir weiter über Glauben and lernen. I promise that I'll give you a testimony about my personal life. Und ich habe versprochen, dass ich ein Zeugnis ablege in meinem persönlichen Leben. Before we come in our today's lesson, bevor wir heute hier gekommen sind, I give you a testimony. Gebe ich ein Zeugnis. And our topic today is about faith and prayer. Und heute geht es um Glauben und Gebet. So, I was born. Ich bin geboren. From a family of four children. In einer Familie mit vier Geschwistern. I am the only boy. Ich bin der einzige Junge. And my father died when I was 3 years. Und mein Vater starb, als ich 3 Jahre alt war. It looked like my hope went off. Und es sah aus, als ob meine Hoffnung weg war. Because who could help me? Weil wer könnte mir jetzt helfen? I had no father. Ich hatte keinen Vater. And my father was having everything, almost everything. Ich hatte keinen Vater und mein Vater hatte fast alles. But I trusted in God. Aber ich vertraute Gott. Good thing about my father. Das Gute über meinen Vater. He gave me one book. Er gab mir ein Buch. No, there were 2 books he gave me. 2 Bücher. One book was written God's answers to your questions. Ein Buch hieß Gottes Antworten auf deine Fragen. I don't know in German that book is common. Questions to your answers to your questions. Kennt ihr das Buch auf Deutsch Antworten auf deine Fragen? So I read that book when I was still very young. Und ich habe das Buch gelesen, als ich noch sehr sehr jung war. That's why even here I memorize many verses and many answers. I answer them by head. Und deshalb hier kann ich heute viele Antworten auswendig geben. And also he left with me a book called Desire of Ages. Und er hat mir noch ein Buch gegeben und das heißt
das Leben Jesu. So from my childhood, also von Jugend an, I was with God. Lebte ich mit Gott. I depended on God. Hing ich von Gott ab. My grandfather was a witchcraft. Mein Großvater war ein Hexer. Don't fear me, I'm not a witchcraft. Keine Angst vor mir, ich hexe nicht. But my grandfather was a witch, witch doctor, witchcraft. Aber mein Großvater war ein Hexendoktor, ein Hexenmeister. And I was sleeping with him. Und ich habe mit ihm bei ihm geschlafen. But he told my fellow man, he told my friends. Aber er hat meinen Freunden Folgendes erzählt. That this man I cannot teach him what I know. Diesem jungen Mann kann ich nicht beibringen, was Because ich weiß. It looks like he is heading more to God than to the things I know. Weil es sieht so aus, als ob er mehr auf Gottes Seite ist als auf der Seite, die ich vertrete. He did not even attempt to put a therapeutic mark on my body. Er hat es noch nicht mal versucht, Therapien an mir auszuprobieren. Because he said, I'm pretending to love God than knowing what he knows. Weil er sagte, ich gebe vor, Gott zu kennen und nicht das, was er macht. So I grew looking at what God promises in my life. Also bin ich aufgewachsen im Blick auf das, was Gott mir im Leben versprochen hat. So may I cut short here, cut short this life story and go to a story about how I got married. So hier möchte ich aufhören und gehe jetzt dahin, wie habe ich geheiratet? And as you come day to day, I will give you my life story. Und my Leute, story, my, ihr seid gekommen my jetzt. Life story. Meine Lebensgeschichte. So I grew up. Also ich bin gewachsen, aufgewachsen. I went to school. Ich bin zur Schule gegangen. Looking at Jesus and depending on the promises of the Bible. Schauend auf Jesus und auf die Verheißung in der Heiligen Schrift. One promise in the Bible. Ein Versprechen in der Bibel. Was that God is able. War, dass Gott in der Lage ist. Nothing impossible to God. Es ist Gott nichts unmöglich. All things are possible. Alle Dinge sind möglich. And that thing made me successful in all of my studies. Und das hat mich in meinen ganzen Studien erfolgreich gemacht. I remember one student, one of my fellow students. Einer von meinen Kommilitonen. Said, why do you keep on saying God is able? God is able. Warum sagst du ständig Gott ist in der Lage? I said, yeah, just look and you will know that my God is able. Schau einfach zu und du wirst sehen, dass mein Gott fähig ist. I kept the Sabbath day faithfully in all of my studies. Ich habe den Sabbat gehalten im ganzen Studium. I did not go against the teachings of the Bible about Sabbath in all of my studies. In meinem ganzen Studium habe ich nicht gegen das Gebot des Sabbats verstoßen. I was faithful in whatever God says. Und ich war treu in allem, was Gott gesagt hat. Though I had no father. Und das, obwohl ich keinen Vater And hatte. I had no hope for other worldly things because nobody to help me. Und ich hatte keine Hoffnung, keiner konnte mir helfen, ich hatte keinen Vater. But I knew God is able. Aber ich wusste, Gott kann so es. So I went to high school. Ich bin also ins Gymnasium gegangen. I went to the university. Ich bin auf die Uni gegangen. I tell you the truth. Und jetzt die Wahrheit. I am the only learned man in my clan. Ich bin der Einzige aus meinem Clan, aus meiner Familie. I am the first man to go to the university from my grandpa's womb. Also ich bin der erste Nachkomme meines Großvaters, der auf die Uni gegangen ist. And I'm the only doctor in from my grandfather's womb. Und ich bin der einzige Arzt in unserer Familie. So now let me tell you about how I got married. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich geheiratet habe. So trusting God. Im Vertrauen auf Gott, believing that God is able, glaubend, dass er in der Lage ist, I saw a woman. Habe ich eine Frau gesehen. And this woman is seated in amongst you. Und diese Frau sitzt hier unter uns. You know how did I see this woman? Wisst ihr, wie ich diese Frau gesehen habe? I was in a meeting preaching somewhere. Ich habe irgendwo in einer Versammlung gepredigt. And one pastor asked me, "Do you have a girlfriend?" Und ein Prediger fragte mich, "Hast du eine Freundin?" I said, "Girlfriend? What do you mean about girlfriend?" Und ich sagte, "Freundin, was meinst du mit Freundin?" Do you mean What do you mean? He said, "Do you have somebody who you expect to get married?" Was meinst du mit Freundin? Hast du jemanden, den man heiraten I könnte? I said, I think I cannot be very close to these women because they may take me back in my faith.
They may draw me back, slide me back. Ja, also ich habe Angst, dass die mich zurückziehen oder in meinem Glauben nicht nach vorne bringen. This is one testimony I tell you. Jetzt ein Zeugnis. I was faithful to God in all the commandments he has given in the Bible. Ich war treu Gott in allen Geboten, die er in der Bibel gegeben hat. Taking God at his word, taking God as he has promised. Gott wörtlich nehmen und Gott so zu nehmen, wie er es versprochen hat. I did not want to be very close to these women. Ich möchte diesen Frauen nicht nahe stehen. Because I thought maybe at one time I may say, you know what I'm talking about. Weil vielleicht eines Tages könnte ich, ihr wisst, wovon ich rede. Yeah, they know what I'm talking about. Yes. So this pastor said, look at that lady. Und dann sagte dieser Prediger, guck dir diese junge Dame an. That one can be your wife. Die könnte deine Frau sein. And I saw that woman. Und ich sah diese Frau. Oh, I loved her. Und ich sagte, wow. I said, okay, now pastor, because I will finish my school in few days. Und ich sagte zu dem Prediger, weißt du, in ein paar Tagen habe ich meine Schule abgeschlossen. Yeah, I think I love this woman. Ich glaube, ich liebe diese Frau. Yeah, this woman will be my wife. Die könnte meine Frau sein. So I went to her. Also bin ich zu ihr hingegangen. You know how we speak when you go to her. Ihr wisst, wie ich rede, wenn ich dann zu Frauen and gehe. She said, I also love you. Und sie sagte, ich liebe dich auch. And so for 4 years, 4 solid years. Und jetzt 4 Jahre. She was my friend. War sie mein Freund. And I can say she was my girlfriend. Und ich kann sagen, sie war meine Freundin. But I don't know how you call girlfriend in this land and girlfriend in our. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr eine Freundin hier bezeichnet oder bei uns zu Hause. Because girlfriend in my country. Also Freundin in meinem Land. Before marriage. Vor der Hochzeit. Is a girlfriend. Ist eine Freundin. There is a limit for a girlfriend. Es ist ein Limit für eine Freundin. And I kept that limit for a girlfriend. Und diese Grenze habe ich gehalten. Yeah, because I knew if I do any mistake, any one mistake. Weil ich wusste, wenn ich einen Fehler mache, God will withdraw his hand from me. Wird Gott seinen Schutz von mir ziehen. And his promises will not be true in me. Und seine Versprechen werden sich in mir nicht erfüllen. In this world I have no father. In dieser Welt habe ich keinen Vater. But my father is in heaven watching. Aber mein Vater ist im Himmel und schaut auf if mich. If I do any mistake, wenn ich irgendeinen Fehler mache, and touch this lady before the appointed time, und wenn ich diese Frau anfasse, anrühre vor der versprochenen Zeit, which promise will I ask God and he will respond? Was kann ich Gott dann noch bitten und er wird darauf antworten? So I told her. Und dann habe ich ihr gesagt, you will be my friend. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Until when we get married. Bis wir heiraten. From 4 solid years. 4 solid years. Und 4 lange Jahre. She was my friend. War sie mein Freund. And people were calling her my sister. Und viele haben gesagt, deine Schwester. We are going together praying for people. Wir haben zusammen gebetet für Menschen. And God gave us power. Und Gott hat uns Kraft gegeben. Demons were rushing when they see us coming. Die Teufel sind geflohen, als sie uns kommen sahen. And one day I was praying for somebody. Und eines Tages habe ich für einen gebetet. My wife now, my girlfriend then, was seated outside. Und meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, somebody saß draußen. Somebody came and asked her, "Where is your brother?" Und dann kam einer und sagte, wo ist dein Bruder? Because everybody knew that this is my sister, my girlfriend, but they knew he's my sister. Aber weil die Leute wussten, das ist meine Freundin, aber sie wussten, das ist meine Schwester. Because I kept that gap until when I get married. Weil ich habe diese Grenze im Leben gehalten bis zur Hochzeit. Now the time of marriage came. Jetzt kam die Hochzeit. I had no bed. No bed. Bed. No bed, no place to. Ich hatte kein Bett. I had no house. No kein Haus, kein Bett. No house, no bed. Kein Haus, kein Bett. No bag, no bag. Kein Bett. No suit. Kein Anzug. No shoes. Keine Schuhe. Because I just finished my school. Ich war gerade mit der Schule zu Ende. And I said, if I finish my school, wenn ich mit der Schule fertig and bin, my wife had finished their school like 3 months ago, und meine Frau war 3 Monate früher fertig and geworden, 2 months later I was going to finish my school, 2 Monate später sollte ich fertig sein. So now we shall have ample time. Leisure time, leisure. Und danach werden wir eine schöne Zeit haben. And this leisure time, und diese
schöne Zeit. We are not going to school. We have only leisure time. Werden wir nicht zur Schule gehen? Wir werden einfach uns eine schöne Zeit machen. The devil may do something in my life. Und in dieser Zeit sollte der Teufel irgendwas in meinem Leben tun. So I told God, I'm going to be married before I finish my school. Also habe ich Gott gesagt, ich möchte heiraten, bevor ich mit der Schule fertig bin. So I had one exam to finish. Eine Prüfung lag vor mir. I got married like 3 days before that last exam. Vor dieser letzten Prüfung, 3 Tage vorher, habe ich geheiratet. So people said, are you crazy? Do you want to be married now? Und die Leute sagten, bist du verrückt? Willst du jetzt heiraten? They went to her and told her, are you going to be married to this? Yeah, he's going to be a doctor, but he has no house. Und dann sind sie zu meiner Frau gegangen und haben gesagt, willst du den heiraten? No bed, nothing. Er hat kein Haus, kein Bett, gar nichts. But I told her, my God is able. Aber ich habe gesagt, mein Gott ist in der Lage. Why was I saying my God is able? Warum habe ich das gesagt, dass mein Gott Because fähig ist? I told God I don't want to break this good history I've lived on since my life on. Weil ich gesagt habe, ich möchte diese gute Geschichte nicht unterbrechen, die ich seit meiner Jugend anlebte. So God should answer my prayer. Gott sollte meine Gebete beantworten. God, you are my only father. Gott, du bist mein einziger Vater. So I went to the custom in my country. Also bin ich zur Verwaltung in meinem Land gegangen. I called people. Ich habe die Menschen gerufen. I told them I want to be married. Ich habe gesagt, ich möchte heiraten. They said, how much do you have? Und sie sagten, wie viel hast du? Was hast du? Was besitzt du? I said, I have a lot of money. Und dann sagte ich, ich habe viel Geld. How much? Wie viel? I said, I have a lot of money. Ich sagte, ich habe sehr viel Geld. They said, you student, you have a lot of money. Und sie sagten, du Student, du hast viel Geld. I said, I want to be married. Ich sagte, ich möchte jetzt heiraten. You set a plan. I want to be married. Ich möchte jetzt heiraten. How much will you contribute in this marriage? How much? Sie sagten, wie viel wirst du in diese Ehe einbringen? I said, in my country, two, in now in Dutch, maybe I convert in Dutch. I said, I'll contribute, maybe my wife will help. I contribute two millions. How also, much? Ich habe gesagt, ich möchte umgerechnet jetzt 2000 Euro. Okay, ich möchte jetzt 2000 Euro in diese Ehe einbringen. Okay, 2000 Euro I'll contribute in this. Möchte ich in diese Ehe mit einbringen? They say, okay, now we are going to sit now, you will be married. Okay, jetzt haben sie sich hingesetzt. I had nothing in my pocket. Ich habe keinen Cent in meiner Tasche. But I was speaking faith. Aber ich habe im Glauben geredet. I have much money. Ich habe viel Geld. And the people knew that I had no money. Und die Leute wussten, ich habe kein Geld. But I told them I have much money. Aber ich habe gesagt, ich habe sehr viel Geld. Because my father is rich. Weil mein Vater reich ist. Remember, I have no father here. Erinnert euch, ich habe keinen Vater auf dieser Erde. But my father is rich. Aber mein Vater ist reich. Okay, they settled now. Sie haben sich gesetzt. A chairman and a secretary. Die Sekretärin, der Chef, and the der Schatzmeister. Okay, so what is your another plan? What do you do? Und dann haben sie gefragt, was ist dein Plan? Was wirst du tun? I wrote invitation cards to people, invitation cards. Ich habe Einladungen geschrieben. If I knew you as a brother, wenn ich dich als Bruder kann, könnte I said, you are invited to my wedding. Habe ich gesagt, du bist zu meiner Hochzeit eingeladen. And you are invited to my wedding. Und du bist auch zu meiner Hochzeit eingeladen. And you are invited to my wedding. Du bist auch eingeladen. And everybody was going with an invitation card to his home place. Und jeder ist mit einer Einladungskarte nach Hause gegangen. And I wrote my number there. I wrote my number. This is my number. Und ich habe meine Nummer aufgeschrieben. So people were calling me. Und die Leute haben mich angerufen. Everybody in his own time. Jeder hat mich zu seiner Zeit angerufen. They say, you have invited me to your wedding. Du hast mich zu deiner Hochzeit eingeladen. I think I have to do something for you. Ich muss, was kann ich für dich tun? I did not ask them something. Ich habe sie nichts gefragt. But they say, I want to do something for you. Aber sie sagten, ich möchte dir okay, etwas say, tun. Okay, do something for me. What do you sagte, want to do? Was möchtest du für mich tun? I'll be grateful if you do something for me. Ich werde dankbar sein, wenn du etwas für mich tust. They said, I will cover the suit
the suit and the shoes for your wedding. Ich möchte dir einen Anzug und Schuhe für deine Hochzeit kaufen. Have you already bought the suit and the shoes for your wedding? Hast du schon einen Anzug und Schuhe? I said I wanted to buy, but because you promised I will not buy. Bring it. Ich sagte, ich wollte das kaufen, aber weil du es versprochen hast, bringe mir das gerne mit. And somebody came to the meeting because in my country there's a culture that elders sit. They set a wedding for you. Und dann sind einige zu der Versammlung gekommen in meinem Land. Somebody came and said, I will cover the car for you from the church to the wedding hall and to the what do you call it? Reception. To the reception. Und dann hat einer gesagt, ich möchte das Auto bezahlen, was euch von der Kirche zu dem Versammlungsort bringt. I'll put fuel, the benzin, petrol, I'll put petrol and everything for the car. I will cover it. Und dann sagt einer, ich möchte gerne das Benzin für das Auto bezahlen. I asked him, which car are you going to bring for me? Und dann habe ich gefragt, welches Auto soll da bitte für mich kommen? I'm looking for a limousine for you. Und ich möchte eine Limousine für dich suchen. Do you know limousine, you people? Wisst ihr, was eine Limousine ist? Limousine ist? Are there limousine in this country? Sind in diesem Land hier Limousinen? So faith took me to the limousine, I tell you. Also dieser Glauben hat mich in eine Limousine gebracht. Now people were coming, everybody was coming. Und dann kamen viele Leute. They say, we are interested with this wedding. Und dann sagten die Leute, wir sind gespannt, was das für eine Hochzeit ist. An evangelist, that man wants to be married. Ein Evangelist möchte heiraten. Okay, I will cover the bed for you and the mattress for you and und dann sagte einer, ich möchte ein Bett kaufen, ich möchte eine Matratze kaufen. So everybody was saying, I will, and myself was saying, okay, you do it. Und die Leute sagten, ich will dir das kaufen und das kaufen. Und ich sagte, ja, mach das gerne. One day somebody asked me. Und eines Tages hat mich jemand gefragt. We have 2 weeks to go. Du we what? Have 2 weeks to go. Noch 2 Wochen habt ihr. The wedding is almost 2 weeks to go. Die Hochzeit ist noch 2 Wochen entfernt. How much will you bring? You promised 2 millions. How much are you bringing now? We want to see the 2 millions. Und dann haben die Leute gesagt, in 2 Wochen, du hast gesagt, du bringst 2000 Euro in die Hochzeit. This Sunday, how much will you bring? Jetzt, diesen Sonntag, Hochzeit, wie viel Geld wirst du einbringen? I said, don't worry, I'll bring a lot of money. Und ich sagte, macht euch keine Sorgen, ich werde sehr viel Geld einbringen. How much do you have in your pocket? Wie viel hast du in deiner Tasche? I told him one sentence. Ich sagte ihm einen Satz. And this one, God himself is the witness. Und dafür ist Gott selber Zeuge. I told him, I see a star in Israel. Und ich sagte, ich sehe einen Stern in Israel. I can see a bright star in Israel. Ich sehe einen schimmernden Stern in Israel. He said, I'm not asking you about a star. Und er sagte, ich frage dich nicht nach einem Stern. I'm asking you, how much do you have in your pocket? Ich frage dich, wie viel Geld hast du in deiner Tasche? I told him, I see a bright star in Israel. Und ich sagte, ich sehe einen schimmernden Stern in Israel. He said, okay, let us meet in the evening. Und dann sagt er, okay, lass uns im Himmel treffen. So that very evening, an diesem Abend, one of my friend went somewhere, ist einer von meinen Freunden weggegangen, and met somebody, hat jemanden getroffen, who gave him more than 2 millions. Und dieser jemand hat ihm mehr als 2000 Euro and gegeben. He was saying, I have money for you, I have money for you. Und er sagte, ich habe Geld für dich bekommen. So I went to the wedding, also ich bin zur Hochzeit gegangen, and everything was okay. Und alles war in Ordnung. God is able. Gott ist in der Lage. The main question is, die Frage ist, what about the house? Was ist mit dem Haus? So we went to the wedding hall. Also ich bin in die Hochzeitskapelle gegangen. The bed was promised. Das Bett haben die Leute mir versprochen. And everything in the house. Alles, was wir im Haus brauchen, auch. But no house. Aber es gab kein Haus. So we were marching. Wir sind also gegangen. Marching with now my wife. Before. Wir sind also gegangen, jetzt ich mit meiner Frau. But no house. Aber kein Haus. But I knew that God is able. Aber ich wusste, Gott kann es tun. So we went to the reception honeymoon. Also wir sind auf honeymoon. Auf die Hochzeitsreise gegangen. No house yet. Aber immer noch kein Haus.
2 days before the honeymoon was over. 2 Tage bevor die Hochzeitsreise zu Ende war, I had one brother. Es gab einen Bruder. My brother was looking for another house somewhere. Und dieser Bruder, den ich hatte, hat ein anderes Haus gesucht. For more than 3 months he was looking for a house, he did not get one. Und 3 Monate lang hat ein anderes Haus gesucht und hat keins gefunden. One day before I got out of the honeymoon. Und einen Tag bevor wir aus der Hochzeitsreise zurückkommen sollten, he called me and said, ruft dieser Bruder mich an. So, can you forsake that house which you have been looking for? He asked me. Leave that house which you have been looking for. Könnt ihr dieses Haus, was ihr euch mal angeguckt habt, absagen? Come and save money here. Come and stay in my house here because I have got a new house somewhere. Ihr könnt in meinem Haus wohnen, weil ich habe ein neues Haus bekommen. And here still there are 5 months I have paid for. 5 months already paid here. Und ich habe schon 5 Monate die Miete bezahlt. So, ihr könnt also da drin wohnen. Would you love this house and come and stay here? Würdest du gerne in diesem Haus wohnen? Would you love it? Würdest du das gerne mögen? I said, okay, let me think about it. Ich sagte, lass mich mal drüber nachdenken. But in my heart I was yearning, say, okay, God has answered my prayer. Aber in meinem Herzen sagte ich, Gott hat mir das Gebet erfüllt. Then I picked up the phone and said, yeah, I love it. I love it. Und dann habe ich den Hörer wieder aufgehoben. Ja, ich liebe das Haus. So we shifted to a house paid already 5 months. Also sind wir in ein Haus gezogen, in dem 5 Monate schon die Miete im Voraus bezahlt war. I did not ask him to give me a house. Ich habe ihn nicht danach gefragt. I did not express that I need something. Ich habe auch nicht ausgedrückt, dass ich Nobody etwas brauche. Knew that I am in need. Keiner wusste, dass ich etwas brauche. And my face was not expressing like somebody who is a beggar. Und ich habe nicht getan, als ob ich bettel. Ich war kein Bettler. I rested peacefully in trust to God. Und ich war friedlich im Vertrauen zu Gott. Knowing that God will provide just enough. Ich wusste, dass Gott uns das geben wird, was wir brauchen. Every step God will give me just enough. In jedem Schritt würde Gott uns genug geben. He gave me just enough. Er gab uns genau das, was wir brauchten. From that day on, von diesem Tag an, nobody knew that I had no money. Keiner wusste, dass ich kein Geld habe. Nobody knew that I had no house. Keiner wusste, dass wir kein Haus haben. Nobody knew that I had nothing. Keiner wusste, dass wir nichts haben. But faith paid me. Aber der Glauben hat uns bezahlt. And obedience. Aber der Glauben und der Gehorsam. Faith. Glauben and obedience und der Gehorsam. In whatever God speaks. In all das, was Gott gesagt hat. Paid me more than enough. Hat mir mehr gegeben, als wir brauchten. And people are coming to my house, eat. They eat and go. Und Leute sind in unser Haus gekommen, sie haben gegessen und sind wieder gegangen. I traveled with my wife everywhere I wanted. Ich bin mit meiner Frau hingereist, wo ich immer wollte. And some people are coming, I give them gift and they go. Und viele Menschen sind gekommen, wir haben ihnen Geschenke gegeben und sie sind gegangen. And I enjoyed the gifts of faith for 3 months. Und ich habe dieses Geschenk des Without going, Glaubens genossen. You know, I had just finished my school. Ich bin gerade mit meiner Schule fertig. I enjoyed the gifts of faith for 3 solid months. 3 Monate lang habe ich diesen Glauben genossen. No going to ask even if I was here. No going to ask to elder I need money. No. Ich habe keinen Ältesten in der Gemeinde gefragt, dass wir Geld brauchen. But if I need it, aber wenn ich es brauchte, you will bring it without knowing how you bring it. Haben wir es bekommen und wussten nicht, wo es herkam. Not that I am a lazy man. Ich bin kein fauler Mensch. I am one of the busiest man in my country. Ich bin einer der beschäftigsten Leute in meinem Not Land. Not that I don't work. Ich warte nicht. I love working than anybody. Nicht, dass ich nicht arbeite. Ich liebe es zu arbeiten. But when in time of need. Aber wenn etwas gebraucht wird. Faith works. Dann kommt der Glaube. And God will grant your faith. Und Gott wird deinen Glauben belohnen. According to the measure of your faith. Je nachdem, wie stark dein Glaube ist.
And now the wife is there and the children are there. Und jetzt ist meine Frau hier und meine Kinder auch. And I am the happiest man in the world. Und ich bin der glücklichste Mann auf dieser Erde. I have everything. Ich habe alles. More than anything you know I have. Mehr als was ihr euch vorstellen könnt. Because I believe my Lord lives. Weil ich daran glaube, dass mein Gott lebt. He will never let me down. Er wird mich niemals enttäuschen. Every day what I do. Was tue ich jeden Tag? Read the Bible. Ich lese die Heilige Schrift. And hear the voice of God. Und ich höre die Stimme Gottes. And trust whatever the Bible speaks. Und ich vertraue auf alles, was ich in der Bibel lese. I do not waver. Whether majority go astray, I look at the Bible and follow what the Bible says. Ich schaue mir genau an, was in der Bibel steht, und ich befolge genau das, was die Bibel mir sagt. God bless you. Möge Gott euch segnen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you, Heavenly Father. Himmlischer Vater, wir danken dir. Thank you for enabling us to be here. Danke, dass du uns bewegt hast, dass wir heute hier sind. Thank you for hearing the prayer that was offered by this old man. Wir danken dir für das Gebet von Vladi. Thank you because in faith you are going to answer our prayer. Wir danken dir, weil im Vertrauen wirst du unser Gebet, im Glauben wirst du unsere Gebete beantworten. Forgive us for our unfaithfulness and the lack of faith. Vergib du unserem Unglauben und unserem geringen Glauben. You say that unbelief separates us from heaven. Du sagst, dass Unglauben uns vom Himmel trennt. And unbelief robs you the glory that you would manifest in our life. Und das Unglauben dich darin beraubt, was sich in unserem Leben durch dich zeigt. Now as we kneel down, Lord, jetzt als wir, wenn wir hier niederknien, believing that through Jesus you have forgiven our unbelief, dass wir daran glauben, dass du durch Jesus unseren Unglauben heilst. Answer our prayer according to your will. Wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst nach deinem Willen. We know your will is better than our will. Wir wissen, dass dein Willen größer ist als unser. But you have told us pray and pray and pray. Aber du hast uns gesagt, bete und bete und bete. We pray this evening that Lord, wir beten diesen Abend, Herr, you may bless this young man. Dass du diese jungen Leute segnest. There are young men in this church. Es gibt viele junge Menschen in dieser Gemeinde. Who you have promised that they have power and have overcome the devil. Denen du versprochen hast, dass sie Kraft haben und dass sie das Böse überkommen. Keep them safe, Lord. Wir bitten dich, schütze du sie und führe du sie sicher. In this country where there is darkness everywhere. In diesem Land, in dem es viel Dunkelheit gibt. And truth is hide somewhere. Und wo die Wahrheit irgendwo versteckt ist. Keep these young men who love you. Beschütze diese jungen Menschen, die dich lieben. They are young men. Sie sind jung. In them there are hormones. Es gibt Hormone in ihnen. And they are moved somewhere. Und sie sind bewegt in verschiedene Richtungen. Somewhere they may be convinced to go and join the world. Und manchmal sind sie davon überzeugt, die Welt näher an die Welt heranzutreten. But God, I pray that you keep them safe. Aber ich bitte dich, Herr, dass du sie beschützt. When they make choices for, wenn sie Entscheidungen treffen, for girlfriend or boyfriend, für einen Freund oder eine Freundin, show them that which may lead them together to heaven. Hilf du ihnen, dass sie eine Entscheidung treffen, die sie zum Himmel zieht. When they look for a new job, wenn sie neue Arbeitsstellen suchen, give them jobs that will prepare them for heaven. Gib ihnen Arbeit, welche sie auf den Himmel vorbereitet. When they look for anything in their life, wenn sie nach irgendetwas in ihrem Leben suchen, just because they believe in Jesus, nur weil sie an dich glauben, and their faith is in you, und weil ihr Glauben in dir ist, answer their prayer according to your will. Beantworte ihre Gebete nach deinem Willen. Some of them are students. Manche sind Studenten. They want to finish their studies with a colorful. Sie wollen ihre Studien gut beenden. Victory. Und erfolgreich beenden. Help them to finish their school. Bitte hilf ihnen, die Schule and zu beenden. And prepare for them a good future. Und bereite ihnen eine gute Zukunft. But one thing remind them. Aber erinnere sie an immer Folgendes. They should live by faith. Sie sollen im Glauben leben. Walk by faith. Im Glauben gehen. Whatever they do by faith. Was immer sie im Glauben tun. So that if you come now, Lord, dass wenn du jetzt kommen mögest, the whole church
with young men, we may join you to heaven. Dass die ganze Gemeinde mit den jungen Leuten dich in den Himmel begleitet. Thank you for Erda, who is translating here. Wir danken dir für die Übersetzung heute. Thank you for giving him time to spend for your church. Wir danken dir für die Zeit, die wir für diese Gemeinde haben. We pray for him, we pray for his wife. Wir beten für die Ältesten und für die Frauen. We pray for his children. Für die Kinder. Thank you. Bless his job, bless everything that he is doing. Und segne du alles in diesem Leben. And keep him faithful until you come. Und gib ihm Glauben und Vertrauen, bis du kommst. Now there are people who will be looking at the YouTube. Es schauen uns Leute bei YouTube zu. Bless them. Segne auch sie. Bless this Elder Waldemar, who is doing a wonderful job for other people. Segne Waldemar, der diese hervorragende Arbeit für Menschen tut, die nicht hier sind. Thank you, Lord. Give us another time next Sabbath. Wir bitten dich, dass du uns auch nächsten Samstag wieder eine neue Zeit schenkst. Trust you. Wir vertrauen dir. We pray, believing that all things are possible in Jesus. Und wir glauben, dass alle Dinge möglich sind in Jesus. In Jesus' name we pray. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.